FFH. Bodo Bach ruft an. Genau Sie wollte ich sprechen. Flughafen Düsseldorf, guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Bach ist mein Name, Bodo Bach. Ich hätte gerne jemand von der Gepäckkontrolle gesprochen. Sekunde mal bitte, ja? Please hold the line. Ja, schönen guten Tag. Bach ist mein Name, Bodo Bach. Gut, dass ich dran bin. Sind Sie von der Gepäckkontrolle im Flughafen? Kommt drauf an, was Sie da meinen. Wir sind geflogen vom Düsseldorfer Flughafen. Ja. Und zwar wollte ich Ihnen nur meine Kontonummer durchgeben. Bitte? Wofür? Ich kriege Geld von Ihnen. Von mir kriegen Sie gar nichts. Dann sind Sie bei mir falsch. Aber es ist so, Sie haben meinen Papagei kaputt gemacht. Nee, wir bestimmt nicht. Ihr habt doch meinen Papagei durch den Durchleuchtungsapparat geschoben. Der saß bei mir in meiner Nabberledertasche. Und jetzt verliert er die Federn. Ich verstehe Sie nicht. Einen Moment mal. Ich muss irgendwo hingehen, wo ich Ruhe habe. Ja. So, jetzt sagen Sie mir genau mal das Datum, wann Sie geflogen sind. Oh, das war jetzt, wir sind zurückgekommen. War doch im Hinflug oder Rückflug? Sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug. Da wird doch normal das Gepäck kontrolliert. Das wird durch den Durchleuchtungsapparillo geschoben, ne? Ja. Und jetzt hätte ich gerne das Problem, in der Tasche, in meiner Kunstledertasche, in meiner Handtasche, im Handgepäck, ne? Ja. Da saß mein Jockel, das ist ein Papagei. Und den habt ihr da durchgeschoben und jetzt sind wir heimgekommen und jetzt verliert er die Federn. Sie haben ein Tier, einen lebendigen Papagei da drin gehabt? Mein Jockel. Haben Sie den Kollegen darauf hingewiesen, dass Sie einen lebenden Vogel da drin halten? Nee, habe ich jetzt nicht gesagt. Sehen Sie, woher soll er denn wissen? Das ist jetzt ein Problem. Die Kollegen werden nicht darauf hingewiesen, was Sie da transportieren. Die können da auch im Moment auch schlecht erkennen, dass da ein Tier drin ist. Sie haben doch nicht darauf hingewiesen. Jetzt wollen Sie im Nachhinein Regressansprüche stellen, weil Ihr Vogel da auf einmal die Federn verliert. Wie wollen Sie das denn jetzt erstmal beweisen? Hören Sie mal, das ist ein Rotohrara, ja, aus Hoch... Von wo sind Sie denn zurückgekommen? Von Gran Malaria war mir. Aber das ist ja nicht das Problem. Ich bin ja bei Ihnen geflogen und jetzt verliert der Vogel die Federn. Ich meine, wenn der die Grätsch macht, dann müsste er für bezahlen. Dann müsste erst mal nachweisen, dass hier durch die Strahlung überhaupt passiert ist. Ich schicke Ihnen den nackten Papagei. Wenn er im Herbst nicht mehr flattert, schicke ich Ihnen den zu. Hören Sie bitte mal zu. Ja. Das Gespräch jetzt ich bin halt ziemlich böse, jetzt hören Sie mal. Der arme Papagei, das ist der Jockel, der Rüdiger, mein Sohn, ja. Der wird bald 38, der schmust immer mit dem. Aber jetzt, ja. Wo der Vogel so nackig auf der Stange sitzt, will er gar, ja, nichts mehr wissen von dem Tier. Das gut, ist pass es auf. Halt. Ich gebe Ihnen jetzt eine Telefonnummer und dann klären, können Sie dann oben den vorbringen und die können Ihnen vielleicht was helfen. 0211 ist Düsseldorf. Ja, habe ich. Dann die 421 ist der Flughafen. 423. 421. 424, ja. 6936. 6937. 247, ja. Gut, das habe ich. 679. Nee, falsch. Ist gut. Also, ich muss Ihnen jetzt mal wirklich ein großes Lob absprechen. Sie sind sehr, sehr nett und Sie haben mir jetzt keinen Meter weitergeholfen. Ich wollte mich einfach mal bedanken für die Mühe, die Sie mir gemacht haben. Ich habe Ihnen schon weitergeholfen, nur Sie haben das total missverstanden und fehlverstanden. Vielen Dank für die Mühe, die Sie alles mir gemacht haben, ja? Wiedersehen. Wiederhören.